Was ist das denn? Hier ist ja eure Schmiererei dran, ja? Und jetzt bauen wir hier ein Fenster rein, also eine Plexiglasscheibe, damit man eure Schmiererei den Rest des Jahrhunderts lesen kann. Deshalb hast du das jetzt hier so kaputt gemacht. Ja, da kommt ein Fenster rein. Ach, das ist Markierung fürs Fenster, ja. Sozusagen. Ja. Mahlzeit. Hä? Mahlzeit. Mahlzeit. Na, auch schon da? Was stellen wir her? Ja, was ist? Ja. Mordok. Hä? Was ist los? Komm her. Oh. Ja, was? So, eine Arbeit. Hast du schon gearbeitet? Ja, sicher. Ja, sicher. Naja, logisch. Du warst mal vor mir da. Das erste Mal, seitdem wir hier bauen. Nicht das erste Mal. Doch. Nee. Ich war manchmal schon hier, da warst du überhaupt nicht auf der Baustelle. Ach so, ja, das ist ja was anderes. Das weißt du bloß aber nicht. Meistens kommst du ja Mittag erst. Mittag. So, was hast du gemacht? Ich habe ein bisschen rumprobiert an den Türen. Aha. Kein Kommentar. Rumprobiert. Ja, ja bitte. Kein Kommentar. Sag mal. Auch von euch kein Kommentar, bitte. Ihr könnt euch das sparen. Ich sehe es selber. Ja? Das ist okay. Was? Ja? Was? Da ist gar keine Latte. Mist. Ja, keine Latte. Und bei diesen Dachlattenpreisen jetzt? Deshalb Mist, jetzt verstehe ich es erst. Jetzt verstehst du es erst. Ja. Ich dachte, mir ist doch Latte, was soll das? Mir doch Latte, oder? Mir doch Latte, Hauptsache du haust die Dinger da jetzt dran. Ja. Ja, also wir müssen da diese Hilfskonstruktion wieder machen, dass wir die Platten bis oben hinkriegen, weil du ja die Balken sichtbar lassen wolltest. Mhm, ich. Ja, das ist okay, schieb's jemand anders in die Schuhe. Du und die Bauaufsicht. Ja. Muss ich jetzt so eine Fusseleiner machen. Arm. Naja. Also das Klebeband dann einfach dran batschen und das geht dann wieder ab, wenn man es abzieht oder was? Ja, wenn das dann halt verspachtelt ist, schneiden wir uns gut runter. Achso, okay. Soll ja quasi den Stoß zwischen dem Spachtel und dem Holz, da soll das so zwischen, damit das nicht das ein bisschen Bewegung hat. Achso. Ein bisschen Spiel. Ja. Falls dann der Spachtel trocknet, dass der nicht einreißt, oder? Naja, wenn du Spachtel auf Holz machst, Holz arbeitet. Hm. Ja, wenn du Spachtel direkt auf Holz machst, dann fängt der irgendwann so an zu reißen, weil der Holz arbeitet. Hm. Und dieses Band hier verhindert, dass also ein direkter dass das direkt anklebt. Und es reißt nicht. Also, ich habe das gesehen bei einem Trockenbauer. Ich habe das bei mir drüben gemacht in der Gästewohnung und da ist kein Balken gerissen, also kein Anschluss. Okay. Deswegen machen wir das jetzt hier auch so. Mhm. Bewährtes System. Denke ich mal. So, da habe ich doch hier so schön die Balken abgeklebt mit diesem Abklebeband. Und hier hat es auch gut gehalten, aber beim Rest nicht. Da fiel das praktisch wieder ab. Da fiel das ab, ja. Man macht ja vorher die alten Balken ein bisschen sauber. Du hast die geschliffen, da war ein Haufen Staub drauf, da war Dreck drauf. Habe ich dir ja nachher nochmal gesagt, nee, das müssten wir hier wieder klug scheißen. Ja. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber bei diesem Klebeband. Na, warte, das hat noch nicht mal an meinem Finger geklebt. Ja, jetzt haben wir doch richtig, das ist doch gut. Ja. Und das ist doch gut, das richtiges Malerabklebeband. Ja. Das ist ein Malerbedarf. Das sieht auch hübsch aus. Unten verlinkt. Muss ich dir den Link noch schicken, okay. Ja. Ja, also nochmal vielleicht zur Erläuterung. Ja, hier sieht man es auch nochmal ein bisschen besser. Das ist eine schöne Kameraposition. Und du hast keine Handschuhe an. Haben dich die Splitter wieder angesprungen? Ja, haben sie. Ah, okay. Aber ich bin ja hart im Leben mittlerweile. Ich bin das ja gewöhnt, auf der Baustelle springen einen dauernd Splitter. Ja, du kannst das irgendwie, jetzt ziehst du das an. Ja. Vielleicht hast du so einen Splitter, also ein Holzmagnet in den Händen. Ja, habe ich doch letztes Mal schon gesagt. Ich, offensichtlich. Ja. Also nochmal, um das zu erläutern. Ach, du kontrollierst? Okay. Ja, das muss ich. Dass diesmal richtig fest ist. Ja, nicht, dass du da alles runterfällt im letzten Mal. Kann ich jetzt mal was Vernünftiges sagen? Ja, erzähl bitte. Erzähl uns, was du sagen möchtest.
Ja, also ich habe das bei mir da in der Gästewohnung mit diesen Balken auch gemacht. Und dann direkt an die Balken rangespachtelt. Oh, jetzt sieht doch noch dieses blöde Fenster zu. Es ist verhext auf dieser Baustelle. Das lag aber jetzt nicht an der schiefen Wand. Ja, also was mit deinem Klebeband. Ja, und dann habe ich das quasi auch bis an die Balken rangespachtelt. Das, und habe hinterher das Klebeband, was überstand, abgeschnitten. Mit einem Cuttermesser. Mit einem Cuttermesser. Das hatte ich mal von so einem Trockenbauer, der hat mir das mal gezeigt und hat mir das mal erklärt, der viel so Fachwerk und sowas macht. Mhm. Und ja, das ist jetzt 5, 6, 7 Jahre da oben drin, 6 Jahre. Und da reißen keine Anschlüsse. Also das ist bisher alles noch gut. Na, wir werden sehen. Ja. Ja. Wenn ihr den Kanal abonniert und das kleine Glöckchen aktiviert, ja, werde ich euch darüber informieren, sollte das jemals in 5 Jahren. Oder also 10. Oder in 10 Jahren. Ja. Genau. So, naja, sie ist eine Schnitzerei da. Also echt, naja. Das Thema Trockenbau begleitet uns jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Ja. Jetzt vorher ein bisschen den Balken abziehen müssen. Weil da ist natürlich so viel Dreck drauf und so viel Staub. Nee, jetzt soll ich das mal da an müssen. Ach, das müssen wir noch mal wissen. Nee. Die sogenannte 3-Akkuschrauber-Technik, ja? Du hast 3 Akkuschrauber. Ich habe noch mehr Akkuschrauber, aber das, womit ich arbeite, ist die 3-Akkuschrauber-Technik. Hier ist einer mit Kreuz. Ja. Da ist einer mit Torx. Ja. Torx. Ja. Und da ist der für die Trockenbauschrauben. So. So muss man nicht dauernd wechseln. Und weil es ja sowieso schon so lange dauert mit den blöden Kameras andauernd und diese Einstellung da und hin und her. Ja. Habe ich hier wenigstens ein bisschen, wo ich wieder Zeit gut machen kann. Habt ihr das gehört? Die blöden Kameras und so. Alles nur wegen euch. Nee, schreibt mal ein bisschen Mitleid in die Kommentare. Wir haben ja beim letzten Mal die letzten Mitleidbüchsen gekriegt. Hat er doch gesagt, wir sollen sie ein bisschen einteilen. Ja, also bitte. Na dann hör auf, jetzt immer so rumzuheulen. Ich heule da ja nicht rum. Ja. Man muss doch mal gesagt werden. Ja, okay. Ja, zack. Oh. Schön. Ja, passt. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Naja, wir müssen die nächste Platte anbauen. Mal ausmessen, wie lang die sein muss. 1 Meter 38. Sicher? 39. 39 passt nicht, dann klemmt sie. Du weißt doch, ich mache das immer sehr genau. Ja, ja. Was hat er gesagt? 1,38 Meter. 1,38. Sehr genau, zu genau. Ja, manchmal auch nicht. Das filmst du jetzt eine Platte oder was? Naja, das wäre schon mal eine, aber du musst dann von woanders eine holen, weil du dir so gerne arbeiten machst. Nee, wahrscheinlich war die noch in der Länge. Ich habe ja die Platten zugeschnitten. Du siehst ja, hier, guck mal, das sind immer dieselben. Unten ist ein Meter, dann kommt eine ganze Platte und oben kommt der Rest. Ja? Beeindruckend. Ja, und dann kommt eine ganze Platte und eine fast ganze Platte. Da bleibt dann der Streifen übrig und den nehme ich wieder für die nächste. Aha. Also, da müsste dich ja mal, wa? Ja. Echt? Ja. Du musst hier auf die Höhe musst du kommen. Ja. So, das ist viel zu tief. Mache! Nicht zu tief, genau richtig. Und du hast dich weit genug hingedreht. Siehst du, wie traurig ich da gucke? Traurig? Ja. Wieso guckst du traurig? Ich war so enttäuscht, dass ich das Scheiße gemacht habe. Wieso hast du nicht Scheiße gemacht? Nee, stimmt, schade. Nein. Ja, es ist nicht. Irgendwie. Ja, du und Akkuschrauber, sag ich. Ja, auch ich und parallele Linien. Ja. Ich und das passt schon irgendwie. Und abmessen. Abmessen. Ja, guck, da siehst du nämlich, wir haben da bei der Lattung, hast du dich, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, hast du dich lustig gemacht über meine Lehre. Ja, hier haben wir wieder die Hälfte vergessen. Das würde ich auch jederzeit wieder tun. Ja, hier hast du wieder die Hälfte vergessen, also musst du ein bisschen was nacharbeiten. Da konnte ich bestimmt vorher noch nicht dran, weil du da Wenn wir diese Lehre nicht gehabt hätten, dann würde das alles nicht so gut passen. So hast du jetzt immer, gucke unten. Unten hast du jetzt immer einen Meter, ja? Dann kommt die ganze Platte und so immer versetzt, zack, zack, zack. Zack, 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 so geht das. Deshalb und du hast so möglichst schnell wenig Abfall. Ja? Ah, oder okay. Verschnitt, sagt ja, man ja. Ja. Verschnitt. Mhm, ich verstehe. Ja? Guck mal dir mal wieder über die Schulter heute. Ja, mach das. Ein bisschen eng gemacht. Da. Ja, das ist das Jutan-Spax. Die
ziehen sich alleine rein. Wenn man an den komplizierten Stellen arbeiten muss, wie hier, geht das natürlich wunderbar. Passt. Das Gute ist noch, dass die das Holz nicht splittern, wenn man die reindreht. Ah ja, ja, stimmt. Gucke. Hier, so eine lange Schraube, da splittert nichts. Deswegen kann man die so. Was ist das denn? Hier ist ja eure Schmiererei dran, ja? Und jetzt bauen wir hier ein Fenster rein, also eine Plexiglasscheibe, damit man eure Schmiererei den Rest des Jahrhunderts lesen kann. Deshalb hast du das jetzt hier so kaputt gemacht. Ja, da kommt ein Fenster rein. Also das ist Markierung fürs Fenster. Ja. Sozusagen. Ja. Die hatte ich doch schon angehalten. Brauchtest du jetzt noch irgendwelche Schrauben oder irgendwas? Weil wenn das Ding jetzt da gleich wieder. Nee, brauche ich nicht. Weil ich ja mit Hilfskonstruktionen arbeite. Guck mal, zack, zack. Passt. Kannst du auch so lassen. Hier überall so eine Stütze aufstellen. Ja, an jeder einzelnen Platte. Ja, das machen wir so. Ja. Jetzt hat er eh eine übersprungen. Ja, ich glaube, weil du gedrückt hast. Ups, der war zu hoch. Ja, siehst du, bei mir war auch eine zu hoch. Aber ich kann ja sagen, ups, die war zu hoch. Ja, ja, ich klebe weiter. Kleben ist ja so deins, ja. Ja, total. Wobei, ich glaube, ich überklebe mich im Moment auch ein bisschen. Auch dieses Abspachteln der Türen ist auch irgendwie abbrennen. Das ist, wenn man das zu viel macht, verliert man langsam aber sicher den Spaß daran. Ja, ich muss ja den Trockenbau machen, das ist auch zu viel. Da verliere ich auch den Spaß. Na, wenigstens dran. Siehst du dann mal, dass du vorwärts kommst. Wenn du das alles mit gelbem Klebeband zuklipperst, dann siehst du doch, dass du vorwärts kommst. Ich lobe mich mal selber. Genau, schön habe ich das gemacht. Naja, feier dich mal. Irgendeiner muss es ja sagen. Wenn ich die Platten nachher anbaue, werden wir sehen, ob du das schön gemacht hast. Feiert mich mal, Leute, in den Kommentaren. Gerne immer Blumensträuße und sowas. Eine Sektpulle. Ja, noch die kleinen Stellen. Den Sachen musste ich ja die Hälfte nacharbeiten. Hier ist auch Felsen, klar. Ja, mache ich noch. Wo da? Ja, hier. Hier, guck mal, hier kommt eine Gipsplatte gegen. Und das müssen wir verspachteln. Also muss ja hier Band drüber. Sonst saugen wir noch den Balken ein. Und hier auch. Zack. Oder? Zack. Da hattest du einen kurzen Geduldsfaden an dem Tag. Ja, du bist ja immer so klugscheißig. Was hast du mir neulich erzählt, da unten, als du da unten das geklebt hast? Ich bin doch nicht zu blöd, das zu kleben. Und was musst man machen? Alles oder abschneiden, nochmal neu machen. Ja? Nee, du hast mir nicht gesagt, dass das 100% in der Ecke liegen muss. Ja, ich habe dir nicht gesagt, ja. Kleben kann ich. Habe ich ja nicht gewusst, ja. Nee, ja. Man kann ja auch ein bisschen nachdenken. Und dann weiß man, wenn da eine Platte dran kommt, dass du da unten nicht eine Runde Ich wusste ja kannst. Nicht, dass da eine Platte dran kommt. Achso, du weißt ja, das bleibt so. Ja. Wir können das auch offen lassen, ja. Wenn das Mutti hört, kannst du mit Mutti besprechen, ob das offen bleibt oder nicht. Ja, einfach mal so ein Stück zwischendurch offen, das ist auch schön. Ja, dann muss ich aber irgendwo dann wieder ein bisschen Klebestreifen abrupfen, damit man auch sieht, warum es offen ist. Ach so. Ja. Na boah. Jo, jetzt bin ich hier gegen die Rand. Oh, ey. Ja, na, wenn das im Weg steht. Stichwort Kameraführung. Ja, du stellst das Ding da mitten in den Weg. Ich muss arbeiten. Ja, man muss auch mal sehen, dass, ich stelle das halt nicht so, dass man die ganze Zeit nur meinen Rücken oder meinen Hintern sieht. Und dann rennst du dagegen. Die Kamera ist da überall auf der Baustelle. Ach ja. Ja, offen lassen, ja. Hätten wir offen lassen können, ja. Genau. Und ich fange an zu schnitzen, damit das alles da reinpasst. Ja, das Thema Trockenbau. Wie lange machen wir das jetzt schon? Gefühlt Ewigkeiten. Eine ganze Weile, ja. Ja. Ist ja noch nicht fertig. Demnächst kommt wieder mal was anderes. Muss ja noch weiter gemacht werden. Ja. Wird vielleicht langsam langweilig. Ja. Wir machen jetzt mal so eine Zeitraffer-Geschichte. Also wir machen jedes Wochenende 3 Fotos. Ja, und die zeigen wir dann, wenn alles fertig ist. Und dann haben wir aber zwischendurch keine Videos, die wir schicken können. Ja, dann haben wir markierte Videos. Ist auch mal schön. Was wollen wir dann machen? Na, gar nichts. Gar nichts. Chillen. Ja. Auf der Couch. Ja, nicht, ich arbeite ja, aber man muss ja nicht da wochenlang immer nur gucken, so eine Formel einzeigen. Ja. Ah. Ja. Aber dann vermissen uns die Leute beim Frühstück. Das ist aber langweilig.
Für uns vielleicht. Weiß nicht, kommentiert mal. Wir sind ja bald durch mit dem Trockenbau da oben. Ja, da kommen wir so eine ganze Menge noch. Ja, machen wir zwischendurch mal was anderes. Zeigen ein bisschen mehr Hundebildchen oder so. Hundebildchen. Ich erinnere mich noch gut an die Gästewohnung, wo du die Rigipsplatten so abgeschliffen hast, dass sie genau an die alten Balken kommen. So. Ja. Mit den ganzen. Geschnitzt habe ich da. Geschnitzt hast du. Das kannst du ja dann hier auch wieder machen. Ja, jetzt ist ja schon dran. Nee, ich meine hier an den alten. Da haben wir 46, also 4 cm. Weil ich sagen muss, dass in unserer Gästewohnung die Balken viel älter waren als die. Das waren ja so 200 Jahre alte Balken, die waren ja handgeschlagen. Die sind ja schon maschinell oder mit der Säge verarbeitet. Früher haben sie mit der Axt geschlagen, die Balken. Und deswegen waren die natürlich extrem viel welliger und unrunder. Aber finde ich gut, dass du da so viel... Na, es wird hier noch hin, also. Dass du denn da schnitzt mit deinen Rigipsplatten. So, jetzt gucken wir mal, ob es da reinpasst. Na bitte. Ui. Jetzt hätten wir es dafür gemacht. Hast du doch auch. Ja. Soll ich dir mal deine Dings... Ja, das hier haben wir gemacht. Schnitzen. Das ist nicht arbeitsschutzgerecht. Na und? Das hättest du jetzt nicht filmen müssen. Ich muss es ja nicht reinmachen. Außerdem sind unsere Zuschauer da wohl hoffentlich intelligent genug, nicht alles nachzumachen, was wir machen. Man sieht doch, dass das nichts bringt hier. So. Andersrum. Ja, vielleicht. Zack. Passt, wackelt, hat Luft. Könnte man sagen, ja. So. Eine Seite haben wir fertig. Ja, dann kann ich ja jetzt mit den Hunden Gassi gehen. Sehr gut. Dann sehen wir uns zum Kaffee trinken. Mutti, was hast du da? Aha, deshalb kann der Hund so gut laufen. Also wer Leinenführigkeit mit seinem Hund üben will, so einfach geht das. Ja, das ist wieder so typisch gewesen, ja? Nach der Kaffeepause zurück auf der Baustelle. Ihr, du stüttelst da mit deinen Hunden durch die Gegend, ja? Nee, machst du da einen netten Nachmittag? Was heißt netter Nachmittag? Ich bin mit denen eine halbe Stunde Gassi gegangen, dann haben wir Kaffee getrunken, haben ein Eis gegessen und dann sind wir zurück auf die Baustelle. Ja, du bist eine halbe Stunde, das war viel länger. Ich habe das ausgemessen. Was hast du ausgemessen? Also zeitlich getimt. Die Gassi-Runde. Ja, okay. Halbe Stunde dauert die. Ja, und derweil musste ich arbeiten, ne? Du hättest ja mitkommen können, du hast ja spazieren gehen. Fusch, ne? Und siehst du, genau das, den Fusch des Lehrlings reparieren. Genau. Du warst nicht da, warst ja noch wahrscheinlich auf der Gassi-Runde oder noch beim Kaffee trinken oder sonst wo. Du warst doch auch beim Kaffee trinken. Jetzt, ja, aber jetzt guck mal, da bin ich da. Ja, dann. Ja. Aber da unten musste ich erstmal alleine den Fusch wegmachen. Aber wir können das ja, ja.
Als ich dir gesagt habe, wie du das machen sollst, hast du gesagt, denkst du, ich bin zu doof? Ja, das war eine ernst gemeinte Frage. Ja. Du hättest einfach nur mit Ja antworten ja, müssen. Ja, hätte ich wahrscheinlich machen müssen. Ja, das nächste Mal weißt du Bescheid. Wie lange kennst du mich jetzt? Ja, ich habe gedacht, wenigstens ein bisschen Klebeband, so ein bisschen Folie kannst du festkleben. Nee, aber nee. Kabelbinder vielleicht, nee. Eventuell ein bisschen gut. Jetzt ja auch mal zeigen können, wie ich das, wofür man die Schmiege braucht, ja, für diese Schrägen da. Ja, dann musst du das immer mal ein bisschen filmen. Du stellst immer die Kamera irgendwo hin und dann drehst du dich. Ja, wenn du mal da wärst, ja, könntest du vielleicht auch mal ein bisschen Kamera in die Hand. Guck mal, da geht einer der Goldbalken raus. Ach ja. So. Schön. Und ich räume auf. Du räumst auf. Fegen. Ja. Ja, nächstes Mal zeigen wir mal, wie du die Schmiege verwendest. Ja. Ja, das machen wir dann mal hübsch. Ja. Ja. Da sitzt ein bisschen knapp zwischen den Sparren. Ja. Weil normalerweise müsste ich jetzt hier noch eine Latte drauf machen. Warte mal, ich gehe mal von der anderen Seite gucken. Ja. Ist hier noch eine Latte, weil ich ja irgendwo die Regelsplatte gegenschrauben muss. Die kommt jetzt hier rein, die wird da eingeklebt. Ja, da in die Nut sozusagen. Ja, in kommt die Nut, dafür ist die Nut da. Ja. Und dann muss die ja hier irgendwo gegengeschraubt werden. Und ja. Das ist mir hier zu eng. Habe ich nicht genug Platz, wenn ich das winklig machen will. Wenn ich es nicht winklig machen will, jetzt natürlich. Das ist natürlich nicht schön. Da kriegen wir jetzt keine Dachlatte mehr dazwischen. Nein. Von der Dicke her. Ja, ist ja noch nicht mal so dick wie mein, knapp so dick wie mein Daumen. Dann müssen wir deinen Daumen da einbauen. Dann kann ich aber keinen Daumen hoch mehr machen. Ach so, das ist natürlich doof. Ja, so richtig doof. Wenn ich so mache, dann haben hättest du auch mal von alleine drauf kommen können, dass das doof ist. Naja, da denke ich nachher nochmal drüber nach. Ja? Ja. Gut. Ja, du bist so richtig ein Leihkascher. Ja, man muss das auch mal sagen, sonst vergessen die Leute das. Die so. Amüsieren sich dann, aber vergessen, aha, Likes dazulassen, Abos dazulassen. Und ich meine, ne, was, wie sagt man immer so schön in der im Musikbereich, das Brot des Musikers ist der Applaus des Publikums. Ah, okay. Und bei YouTubern aber ist du das... du bist doch kein Musiker. Ja, kommt drauf an. Auf was? Auf die Sounddateien, die ich bekomme. Also, liebe Leute, lasst uns ein Like da, damit unsere Lieblingstochter Brot essen kann oder wie auch immer. Brot essen kann. Weil bei YouTubern ist es wichtig, dass man denen folgt, wenn das gefällt, aber nur wenn das gefällt. Und immer Likes. Vielleicht gefällt den Leuten das nicht. Wenn du ja, dann können Like sie ja kriegst. Weggehen. Dann können sie ja weggehen. Aber denen das gefällt, denen muss man auch manchmal sagen, Leute, ne? Aha. Während ihr lacht, drückt mal auf den Daumen nach oben. Ja, während ihr euch über uns lustig macht. Jetzt wird es ja schon peinlich. Ja, jetzt hör deine mal auf. Leihkascherei. Nee, jetzt hör mal auf. Wir wollen jetzt auch mal weitermachen. Hier, guck mal, da habe ich es auch jetzt mal richtig gemacht. Mit Einsatz von Händen und Füßen habe ich jetzt das so gemacht, dass da genug Platz ist, damit du deine komischen Platten dann noch dazwischen zwirbeln kannst. Ja, naja, geht doch. Papa, auf der SD-Karte sind noch 1,23. Sag noch was Intelligentes. Bevor die Kamera sich ausschaltet. Leute, gebt uns einen Daumen hoch, gebt uns ein Abo, sagt allen euren Freunden, Verwandten, Bekannten und so weiter Bescheid und ruft an. Nee, anrufen geht ja nicht. Nee. Ruft uns nicht an, wir müssen arbeiten, wir haben keine Zeit. Nee, ist ja kein RTL. Wir blenden unten die Spenden-Hotline ein. Also, wir freuen uns, dass ihr so treu dabei seid. Das ist das Intelligenteste, was man hätte sagen können, Papa. Ich bin stolz auf dich. So. Und? Ich bin stolz auf dich, Papa. Na, ich bin stolz auf dich, Kind. Vater-Tochter-Projekt. Jawohl. Guck mal, wie es vorwärts geht. Ja, guck mal hier, ist alles schon fertig hier. Guckt euch das an. Rigips ohne Ende. Jetzt hast du auch hier die Leute malträtiert. Ja, du auch. Es war jetzt ein bisschen viel mit den Likes. Ich sollte das ja machen. Ich habe das ja nur gemacht. Ich wusste nicht, dass das da kommt. Es war jetzt ein bisschen viel. Also ja, wir wollen ja also nicht betteln. Ne? So viele Likes braucht ihr nicht da lassen. Reicht einer. Macht euch noch einen zweiten Account und einen dritten und einen vierten und alle liken diese Videos und abonnieren bitte. Nein, okay, jetzt reicht's. Ja. Guck mal, wie schön du da vorwärts kommst. Ja. Das ist doch echt eine echt befriedigende Arbeit. Jetzt liege ich wieder in der Ecke. Ja, gucke. Das, ja, ja, Realität auf der Baustelle. Genau. Der Alte arbeitet. Erstmal die Nachrichten. Die Lieblingstochter fusselt auf ihrem Handy rum und macht mit WhatsApp und mit, was weiß ich, Facebook. WhatsApp gibt es bei mir. Dann steht sie daneben, guckt zu. Ja, ich warte auf Anweisungen, dass ich dir irgendwelche Sachen reichen soll. Du bist auf Anweisungen. Na klar. So, was machst du denn da? Das Fenster muss halt so gemacht werden. Ach so, stimmt. Ja, die Latten da wieder wenn raus. Jetzt an der Schräge, wenn man jetzt an der Schräge weitermacht, ja, dann fängt man immer am Fenster an, weil das Fenster gerade eingesetzt ist. So, dass man die Platte, die erste Platte, die man ansetzt, wirklich im 90 Grad Winkel hat. Nee, ja. Richtig im Winkel hat. So. Richtig im Winkel hat.
Ja, weil mit allen anderen Wänden kann man in diesem Haus ja nicht drauf. Eben, das ist alles andere schief. Und ja. Das Fenster ist gerade eingesetzt, das ist ja neu eingesetzt auch. Sollte man die Akkuschrauber nicht als Hammer nehmen. Da hast du dann auch gesagt, oh, ich habe auch einen richtigen Hammer. So. Ja, habe ich auch einen richtigen Hammer geholt, ja. Ja. Ist das Opas? Opas alter Hammer? Das ist ein alter Hammer, ja, aber der kann auch von meinem Vater sein. Hm. So, dann ist das da oben. Das wäre ja dann rein theoretisch auch mein Opa, aber okay. Stimmt. Ja. Oh Gott. Oh oh. Manometer! Keine Ahnung, was ich da sagen soll. Manu, back du? Manometer, sage ich da. Ja, aber da hört sich irgendwie total anders an. Irgendwie ein Fuck irgendwie, kann da noch drin Manu. Sein. Manu, das darf man nicht sagen. Manu, schade. Ja, da machst du das wieder. Wenn mir was schief geht, ja, das machst du wieder elegisch und filmst das. Und das ist auch lustig, das passiert jedes Mal. Ja, was passiert jedes Mal? Dass irgendwas runterfällt? Ich weiß schon, was demnächst kommt, Leute. Ihr könnt euch jetzt schon freuen. Ey. Ich habe schon, naja. So, also haben wir so eine Hilfskonstruktion gebaut. Aber so geht's ja auch. Und ewig dran rumgefummelt. Ich bewundere deine Geduld. Ja, ein geduldiger Mensch bin ich. Ja, geduldig. Ausgeglichen, geduldig. Ruhig, ja. Genau. Ja, genau. Überhaupt gar keine Erinnerungen an Hulk. Conan, der Barbar, der Zerstörer. Ja, hieß der. Und jetzt hat man das schön da drin. Dann muss ich da oben wieder die Hilfslatten dazwischen bauen. Tja. Das, naja, Haufen Fummelei. Ja, Fummelarbeit, echt übel. Ja, ja. Also wie gesagt, ich bemitleide dich und finde das toll, wie du das hinkriegst. Ja, da runterkrabbelt. Das war übrigens ein Wochenende, haben wir schön geschafft, muss ich ja, sagen. Eigentlich die eine Seite. Ruckzuck vorwärts dann. Den Giebel. Und das ist ja jetzt der Sonntag, da war ich ja den ganzen Tag Gassi. Ja, ja, sonntags bist du ja nie da. Ja. Es sei denn, wir machen samstags keine Schicht. Wenn samstags keine Schicht ist, komme ich sonntags. Dann gehe ich samstags Gassi. Ja, zweimal in der Woche arbeiten ist auch zu viel. Das muss ich also für so einen YouTuber ist das viel zu viel Arbeit. Ja, ja. Du frag mal nicht nach Sonnenschein, wie lange das dauert, deine ganzen Flucharien rauszuschneiden. Und ja, so oft fluche ich ja nicht. Ja. Ich liebe diese klassische Musik. Ja, ja, ist mir schon klar. Das ist so beruhigend zwischendurch. Ist mir schon klar. Wird auch nie aufhören. Ich glaube, das muss mindestens einmal in den Videos drin sein. Genau. Hm? Ich muss ja auch ab und zu mal nachdenken. Ja, es ist ja wichtig. Ja. Wenn du das nicht machst, sehen wir ja was. Du denkst ja nicht nach, das haben wir ja vorhin gesehen. Ina muss ja denken. Du sagst ja bloß, hättest mir sagen können. Ja, es muss ja Ina denken. Du bist ja Verantwortlicher auf der Baustelle. Der Mann denkt, die Frau lenkt. So heißt es doch. Ah, ist es so? Ja, hat man früher. Mein Vater hat gesagt, der Jetzt kommen wieder die Weisheiten von Opa. Ja. Der Mann denkt und die Frau lenkt. Ja, das klingt so aber, finde ich gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Schon klar, dass du das nicht schlecht findest. Hier gucken ja auch ein paar Mädels zu. Ist das bei euch auch so? Der Mann denkt, die Frau lenkt. Ja, der Mann denkt, dass er denkt. Ja, die Frau. Dass die Frau sich einmischt. Ja, die Frau sagt dann schon, wo es lang geht. Ich finde es so schön, dass du das so umsetzt, wie wir das gerne hätten. Ja, ich bin ja lange genug verheiratet. Außerdem kennst du doch den Spruch, ja? Happy wife, happy life. Ja, genau, das stimmt. So einfach kann es sein. So, jetzt haben wir zumindest mal die Schrägen soweit fertig, Gott sei Dank. Ja, sieht toll. Schon, sieht noch ein schon letzter ganz, Rundgang. Ganz ordentlich aus jetzt. Ich bin begeistert, Papa. Vor allem schön. Hast du schön und, gemacht. Ja, richtig cool. So, Leute, Feierabend für heute. Wir haben gut geschafft dieses Wochenende. Die Schrägen hier oben sind fertig mit Rigips. Der Giebel ist auch fertig mit Rigips. Die Fenster muss ich noch machen, aber das mache ich dann, wenn ich viel Fummelei habe. Ja, die Fachwerkwand ist dann nächste Woche dran. Und heute gibt es wieder einen Feierabendtee. Weil ja viele schon gefragt haben, ob ich keinen Feierabendtee mehr trinke. Doch, ich trinke ihn noch. Aber ich filme ihn natürlich nicht jedes Mal. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn wir hier oben soweit fertig sind, von unten anfangen, also richtig weiterzumachen, dann werde ich mir auch mal ein Feierabendbier gönnen. Vielleicht schmeckt das ja. Ich habe das ja noch nicht gemacht. Ja, zum Feiern kann man Bier trinken. So, also. Wenn euch der Kanal gefällt, wenn ihr die Videos mögt, die wir machen, sind natürlich keine Lehrvideos, ja, also
Wir zeigen euch nur, wie wir es machen. Das ist sicherlich nicht alles richtig. Aber es soll ja ein Schnäppchenhaus sein und soll auch ein Schnäppchenhaus bleiben. Deswegen machen wir natürlich viel selber. Also wenn euch die Videos gefallen, lasst ein Abo da. Macht diese kleine Glocke da unten. Irgendwo ist so eine kleine Glocke, die kann man aktivieren. Dann wird man immer erinnert, wenn neue Videos kommen. Und dann könnt ihr uns folgen und sehen, wie unser Schnäppchenhaus vorangeht. Nächste Woche zeige ich euch mal, was hier so ringsrum passiert ist. Diese Woche ist eine ganze Menge passiert. Die Pflasterer sind fertig geworden, also die Einfahrt ist jetzt schön gepflastert. Sieht jetzt ordentlich aus. Aber heute nicht mehr. Heute habe ich keine Lust mehr. Jetzt hat es auch gerade ein bisschen angefangen zu regnen. Ich fahre jetzt nach Hause, trinke noch meinen Feierabendtee. Und dann ist Schluss für heute. Tschüss, bis nächste Woche.